Herzlich willkommen zum Gearcheck, der 93. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts. In dieser Ausgabe präsentieren Dirk Brandt und ich ein paar unserer Highlights. Los geht's! In der 93. Ausgabe des Schlagabtauschs haben Dirk Brandt und ich uns sehr ausführlich über Hi-Hats ausgelassen. Das heißt, welche Hi-Hats würden wir zu einem Gig mitnehmen, wenn wir auch ein bisschen musikalisch breiter aufgestellt sein müssen? Also keinen speziellen Hi-Hats, sondern wirklich Allrounder. Und in diesem Video präsentieren Dirk und ich euch jeweils drei unserer ersten Wahl-Hi-Hats. In meinem Fall ist es so, dass ich alles nur mit zwei Overheads von Beyerdynamic aufnehme. Eins ist ca. 1 Meter über der Snare, eins ca. 1 Meter seitlich von der Snare. Ich werde auch nichts bearbeiten oder editieren. Hört also wirklich die reine Hi-Hat ohne irgendwelche Effekte. Für die Nerds unter euch, ich spiele dann diese Hi-Hats mit Rohema Signature Sticks von mir mit einem runden Tipp. Und der Raum ist nicht besonders groß. Das heißt, das sind alles jetzt mal so ein paar Facts, die ihr vielleicht vorab wissen solltet. Aber legen wir mal los. Meine erste Hi-Hat, die ich euch hier präsentiere, ist eine Sabian Crescent Fathead in 14 Zoll aus der Stanton Signature-Reihe. Die sieht dann so auch am unteren Becken aus. Da seht ihr ungefähr mal, wie die abgedreht ist und auch die Hammer-Einschläge. Sehr interessant gestaltet. Man kann sie wirklich ganz eindeutig sehen, die Hämmerungen. Und wie die ganze Hi-Hat klingt, das werde ich euch jetzt mal einfach in einem kleinen Soundbeispiel vorstellen. Die nächsten Hi-Hats, die ich euch vorstelle, sind Sabian AA Flatheads, ebenfalls in 14 Zoll. Unten seht ihr, haben sie drei ausgestanzte Löcher. Da sieht man jetzt wenig offensichtliche Hammerschläge, aber die Abdrehung ist sehr, sehr eindeutig. Und natürlich sollt ihr auch diese Hi-Hat mal zu hören bekommen.
Mein drittes Paar Hi-Hats sind ebenfalls von Sabian und zwar aus der Artisan-Serie. Es sind diesmal 15 Zoll Hi-Hats. Auch mal hier die Sicht auch auf das untere Becken. Hier sieht man sehr, sehr große Hammerschläge. Auch die Abtretung ist natürlich wieder deutlich zu erkennen. Dagegen mal die Unterseite von dem oberen Becken. Diese 15 Zoll Artisan Hi-Hats ist eigentlich die, die ich am allermeisten spiele. Und wie auch schon bei den anderen beiden, hier ein paar Klänge, damit ihr hört, wie meine Artisan Hi-Hat so klingt. Ja, jetzt bin ich dran mit meinen Favorite Hi-Hats. Auch wiederum wie bei Timo drei Paare. Ich habe sehr unterschiedliche Paare gewählt. Und als allererstes möchte ich euch meine To-Go-Hi-Hat vorstellen im Moment. Das kann sich auch hin und wieder mal wieder ändern. Aber das ist im Moment absolut meine Favorite Hi-Hat. Sie ist aus der HX-Serie. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem großartigen Schlagzeuger Jojo Meyer entwickelt worden. Und zwar ist das aus der Serie Anthology, aus der HX-Serie. Und ich habe mich für das Low-Bell-Modell entschieden. Und sie ist in 14 Zoll. Und das ist für mich so eine Hi-Hat, die einfach für ganz, ganz viele Stilistiken unheimlich viel vereinbart. Das Interessante ist, das untere Becken wiegt 1318 Gramm und das obere Becken 1010 Gramm. Und dadurch, dass das untere Becken etwas schwerer ist, Low-Bell deshalb auch, weil die Hi-Hat-Puppe relativ klein unten und oben ist. Und ich habe dadurch einen sehr guten Chick-Sound.
Als nächstes möchte ich euch meine 15 Zoll High-Heels vorstellen aus der Artisan-Serie. Und zwar im Brilliant Finish. Und dieser High-Heel ist wesentlich schwerer als die Anthology High-Heel. Und zwar hat das untere Becken hier sage und schreibe 3585 Gramm. Und das Top-Becken hat 2585 Gramm. Das heißt, der Chick-Sound, es ist die High-Heel an sich, erstmal fangen wir mal damit an, ist wesentlich lauter. Wesentlich obertonreicher durch das Brilliant Finish. Und jetzt hören wir mal hier rein. Jetzt die High-Heel nochmal einzeln angespielt. Ihr merkt, durch die Schwere der High-Heel-Becken öffnet sich die High-Heel auch viel schwerer, ist aber trotzdem sehr hart und prägnant im Chick-Sound, im Feel und aber ich trotzdem eine sehr feine Stockansprache. Als nächstes möchte ich euch noch meine 16 Zoll Apollo Heads aus der AA-Serie vorstellen. 16 Zoll ist schon Crashbeckengröße mittlerweile, aber im Moment sehr trendy. Die Heads sind sehr dunkel, sind sehr fett im Sound, finde ich, aber auch sehr boschy, sind sehr träge durch 16 Zoll. Von der Schwere her sind sie gar nicht mal so schwer. Da würde ich eher sie ansiedeln. Hier stehen keine Grammzahlen dabei. Da würde ich sie eher in die Anthology-Serie reinordnen. Also die Artisan-Becken sind definitiv schwerer. Und durch 16 Zoll sind sie träger. Und ja, hört doch einfach mal rein. Ihr merkt schon, vom Chick-Sound ist... Ist schon was anderes, ne? Wirklich sehr trocken.
Cool, gell? Und jetzt haben wir ja noch gesagt im Podcast, dass man Becken auch untereinander mischen kann. Und jetzt sind das natürlich alles drei ganz verschiedene Paare. 14, 15, 16. Aber der Timo hat ja das Beispiel von Max Roach genommen. Und jetzt nehme ich einfach mal auf dem Unterteil von der Apollo Hyatt, das lasse ich, aber obendrauf nehme ich jetzt das Anthology Becken. Und zwar das Top Becken. Dann bin ich mal gespannt, was da für ein Klang kommt. So, alleine vom Aussehen her, das sieht schon ziemlich funky aus. Und ehrlich gesagt, hätte das Timo nicht gesagt, so habe ich das, glaube ich, noch nie Hyatts gespielt. Also, untere Becken ist ein 16 Zoll Apollo Hyatt Becken und oben on top ist das Anthology Becken mit 110 Gramm. Und jetzt mal nur den Chick Sound. Das fand ich nämlich ganz interessant gerade. Machen wir mal so ein typisches Reibbecken-Pattern. Ja, ihr Lieben, das soll der Hyatt-Test von Timo und mir gewesen sein für den Podcast Schlagabtausch. Ihr seht, experimentiert einfach mit euren Hyatts herum. Es geht nicht oder es gibt nicht, man darf das nicht. Checkt einfach mal aus, vielleicht findet ihr gerade die neue Hyatt-Kombination, die trendy wird. Und auch immer, apropos Hyatt und trendy, wahrscheinlich jetzt im halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren schon wieder alles ganz anders, sind neue Sounds. Und ganz ehrlich, das finde ich gerade am Schlagzeugspielen, das ist immer noch eine Sache, die mich unheimlich fasziniert. Also ihr Lieben, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Experimentieren. Danke, dass ihr das Video schaut und dass ihr unseren Podcast hört. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Auch mal auf Timo und meinen Kanal schauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Euer Podcast-Team, stellvertretend sage ich jetzt Hallo und Tschüss für Timo und natürlich meine Wenigkeit, ich bin der Dirk. Wir sehen uns in 14 Tagen und hören uns natürlich, ganz wichtig. Tschüss, bye bye.